Ja, herzlich willkommen, meine wilden Kippelfreunde. Hier ist wieder Avon. Ja, heute geht es wieder rein in die News. Bei mir alles blau, obwohl ich nicht blau bin. Haha. Aber drin im Markt oder auf dem Markt ist natürlich alles grün. Also wirklich fast alles grün. Prozente über Prozente haben hier richtig viele gute Coins auch mitgemacht. Cardano natürlich Number One. Die letzten 7 Tage 140%. Aber hier Helium. Ja, Crypto.com Coin, VeChain, Litecoin, Telcoin, also wirklich richtig geile und gute Projekte und Coins. Solana, Terra, Cardano ist auch wieder aufgewacht. Also ich könnte hier wahnsinnig lange ja, eben weitermachen. Aber hier Bitcoin auch wieder All-Time-High geknackt. Ethereum knackt die All-Time-Highs gefühlt stundenweise. Es ist einfach geil, hier in dieser Phase dabei zu sein. Und ich hoffe auch noch für die späteren Einsteiger, dass sie natürlich auch solche Gefühle mitnehmen können. Aber wie gesagt, FOMO immer im Auge behalten. Es ist sehr, sehr wichtig. Es gibt so viele Scams da draußen. Fast 14.000 Kryptowährungen haben wir schon. Und es kann natürlich nicht alles nur nach oben gehen. Straight nur nach oben geht einfach nicht. Wir werden hier im November, denke ich mal, auch noch ja, so mindestens 10, 15% Korrektur haben. Vielleicht nicht so stark, aber die Korrektur wird kommen, auf jeden Fall. Jetzt noch im November, weil es geht einfach wirklich parabolisch alles nach oben. Es ist sozusagen schon fast nicht zu glauben, ja. Aber freuen wir uns trotzdem, aber immer im Hinterkopf aufpassen, ja. XRP ist auch natürlich wieder aufgewacht. 1,25 sind wir schon, waren wir auch schon bei 1, über 1,30 $. Ja, und jetzt schauen wir hier auch mal kurz auf die Gesamtmarktkapitalisierung an von Kryptowährungen insgesamt. Also, hier haben wir natürlich auch unsere All-Time-High erreicht, 2,89, sogar 2,93 Billionen Dollar. Es ist einfach unglaublich, wenn wir uns hier die Timeline hier mal anschauen. Also hier 1 Milliarde, 2, 10, 11, 9, 8 und so weiter und so fort. Und dann natürlich hier 2017, 18. Aber nicht mal hier haben wir die 1 Billion geknackt, Freunde. Nicht mal hier. Ja. Und jetzt schaut euch mal das an. Hier haben wir die erste Billion ungefähr. Hier haben wir es erreicht. Ja, also ja, 2021. Es ist unglaublich, wenn ihr mich fragt. Unglaublich, was hier passiert. Und wir dürfen halt live hier mitfiebern. Und so geht es halt hier hoch, 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 hoch. Schauen wir mal, wie das gesamte Space hier sich noch weiterentwickelt. Und hier auch nochmal Gesamtmarktkapitalisierung ausgenommen Bitcoin. Also ohne die Marktkapitalisierung von Bitcoin. Und hier können wir auch sehr schön sehen, wie wir hier hochgehen. Hoch, 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 hoch. Ja. Das heißt natürlich, allgemein kommt einfach mehr Cash von außen rein. Und jetzt habe ich für euch noch eine Seite, die werde ich auch unten in der Beschreibung natürlich hinzutun zu den anderen Links, weil ich die einfach geil finde. Und zwar CBBE Info und hier Confidence, we are at the peak. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben auf dem Top sind von dem jetzigen Bullrun. Und das ist hier bei 62 Punkten oder 62%. Und das geschieht anhand dieser Daten hier. Umso mehr Daten, umso mehr kann man es natürlich einschätzen. Und vertraut natürlich nicht blind jetzt diesen Zahlen. Nichtsdestotrotz kann man das natürlich auch mitnehmen, in seine eigene Recherche. Und ich finde sowas cool. Und ja, momentan sind wir auf jeden Fall bei 62%. Von daher angeblich noch Luft nach oben. Okay, Freunde, und jetzt kommen wir zur ersten News. Chinas CBDC wurde für 9,7 Milliarden US-Dollar an Transaktionen verwendet. Das heißt, etwa 140 Millionen Menschen haben Wallets für den ECNI geöffnet. Das ist einfach bullish. Bullischer geht's nicht, ja? Es ist zu krass, wie geil die CBDCs jetzt schon angenommen werden, ja? Es ist ja nicht mal im Mainstream drin. Fragt mal eure Freunde, fragt eure Familie oder Bekannten oder Arbeitskollegen. Die kennen zu 90% wahrscheinlich nicht mal, was CBDCs sind, ja. Und jetzt kommt's hier. Darüber hinaus wurden 10 Millionen Firmenkonten erstellt. Firmenkonten möchte ich nochmal hier wiederholen. Die Zahlen sind vergleichbar mit den von
Ende Juni, als laut Bloomberg 34 Millionen private und geschäftliche ECNI-Wallet-Benutzer Transaktionen im Wert von 5,4 Milliarden US-Dollar getätigt hatten. Hier noch am Schluss, es gibt kein offizielles Startdatum für das CBDC, sagte Mu. Ja, und wir wissen ja, CBDC, Ripple, ja, also es ist noch so viel Potenzial drin in Ripple. Und das weiß wahrscheinlich auch unser Jed McCaleb, denn Jed McCaleb hat keine seiner 700 Millionen XRP verkauft seit September. Aber warum? Vielleicht weiß er ja was. Ja? Ich glaube, er liest nämlich genauso Nachrichten und kriegt natürlich sogar noch, schätze ich mal jetzt, von erster Hand Input. Aber ich glaube, hier brauchen wir keine Professoren zu sein, um hier Jed McCalebs Hintergedanken zu wissen, wieso verkaufe ich nichts, weil ich weiß, dass hier XRP noch ein Stück weit nach oben feuern wird. So, und was hat jetzt hier XRP die letzten 5 Jahre gemacht? Den Weg geebnet. Und die machen es noch immer. Sie sind noch lange, lange, lange nicht am Ziel. Egal wie viele Partnerschaften die schon haben, wie viele ODL benutzen, wie viele RippleNet und XRP Ledger benutzen und wie weit das gesamte Netz schon verbreitet ist, die sind noch nicht am Ende. Somit ebnen sie natürlich noch immer weiter den Weg, aber hier, geiler GIF. Und hier komme ich zu 3 Gründen, warum Ripple wieder an die Spitze der Kryptowährung zurückkommen könnte. Ja, ist eigentlich leicht zu beantworten, wie gedacht. Gründe für Ripples Aufschwung. Also, erstens, institutioneller Einsatz auf Rekordniveau. Wie wir bereits wissen, XRP stellt eine Brückenwährung zwischen dem US-Dollar und Kryptowährungen dar. Nicht nur US-Dollar, sondern wirklich all the money. In einem Zwischenbericht für das dritte Quartal 2021 stellte sich heraus, dass der institutionelle Gebrauch von XRP noch nie so hoch war wie in den letzten Monaten. Und das ist einfach wieder brutal. Brutal. Ich muss mich hier immer wieder zusammenreißen, dass ich hier nicht. Yeah, bam, bam, bam. Okay, nee, also ich lese gerne nochmal vor. Also institutionelle Gebrauch von XRP noch nie so hoch war wie in diesen letzten Monaten. Wie wir ebenfalls schon wissen in den vorletzten Videos von mir, der Gebrauch von XRP durch ODL, also On-Diamond-Liquidity im Ripple-Netzwerk, sei stark gestiegen und mache jetzt 25% aller Transaktionen im Netzwerk aus. Also, die stellte ein Plus von 210 im Vergleich zu Quartal 2 dar. Für institutionelle Kunden, wieder mal, ist der XRP damit so gefragt wie noch nie. Wie noch nie. Und das wird noch einfach noch mal brutaler. Brutaler, Freunde. Deswegen schaut nicht auf den Preis. Ich sag's immer wieder. Schaut nicht auf den Preis. Der kommt. Der kommt mit einer. Der Preis ist eine tickende Zeitbombe. Fertig aus. So. Zweiter Prozess gegen SEC tritt in den Hintergrund. Also. Das ist Punkt Nummer 2. Ja, wir wissen ja Bescheid. Die Leute denken sich jetzt seit 2020, Dezember 2020, ist ja schon vieles passiert und viel Zeit vergangen. Ja, und die denken sich halt jetzt schon, ja, XRP, also Ripple, hat in der Klage so viele Etappenziele erreicht. Das kann nicht mehr schief gehen. Das kann eigentlich nicht mehr schief gehen. Ja. Entweder sie einigen sich jetzt oder die SEC haut halt noch ein paar Monate drauf oder meinetwegen noch ein Jahr und irgendwann kommt aber das Settlement und die Regulierung für Ripple-XRP. Dieser Streit zieht sich zwar noch bis ins nächste Jahr hin, ja, dennoch scheint sich die Sachlage für Ripple zu verbessern. So muss die SEC im Prozess deutlich nachweisen, dass Ripple bei der Einordnung einen Fehler gemacht habe. Das negative Licht auf das Netzwerk scheint sich langsam abzuschwächen. Ja, wie eben erwähnt. Ja, der dritte Punkt: Ripple-Ökosystem wächst stetig. Ja, also nicht nur hier die Einsätze hier, ja, Prozentzahlen, wo kommen die her, etc. Das gesamte Ökosystem einfach rund um Ripple wächst und wächst und wächst. Während der XRP-Kurs in den letzten Monaten Schwierigkeiten hatte, arbeitet das Ripple-Netzwerk weiter an der Ausbreitung seines Ökosystems.
Wir wissen ja Bescheid, RippleNet zum Beispiel oder XRP Ledger. Erste NFT-Projekte sind auch auf der Blockchain angelaufen und natürlich auch der DeFi-Bereich. Alles unter einer Haube. Alles unter einer Haube. Weiterhin arbeitet die Notenbank des Landes Bhutan mit dem Ripple-Netzwerk zusammen. Eine Art CBDC, zentrale Bank Digital Currency, soll dabei etabliert werden. Dies soll eine digitale Landeswährung werden. Mit all diesen Erweiterungen sollte der XRP bald wieder im Wert stark ansteigen. Wie gesagt, nicht auf den Preis schauen. Der Preis wird nämlich noch kommen. So, und jetzt noch eine kurze Zusammenfassung hier. SEC vs. Ripple. James K. Fillon, der Anwalt von Ripple. Unten ist ein aktualisierter Zeitplan, obwohl es öffentlich ruhig war. Werden Sie sehen, dass die Parteien aufgrund der jüngsten Entscheidungen zu Ermittlungsstreitigkeiten noch viel zu tun haben. Ja? Also hinter geschlossenen Türen passiert natürlich mehr wie in der Öffentlichkeit. Das wissen wir. Ist natürlich logisch, nicht nur in diesem Fall. Und hier ist halt der Zeitplan, ja, der 12. November, 6. Dezember. Lest es euch gerne durch. Schaut euch den Tweet an von James K. Fillon. Und hier der zuerst oder ja, aktuelle letztes Datum, der 14. Januar 2022. So, und hier kommen wir dann zu XRP-Klage, der Markt wütet mit Vergleichsspekulationen. So, hier nochmal der Tweet von James K. Fillon, was wir uns angeschaut haben. Hier kürze ich mal wirklich alles ab. Dennoch hat Ripple nur per Haken oder Kauner die dominante Stellung in der Klage eingenommen. Wenn die SEC zustimmt, rechtliche Klarheit über den Status von XRP zu schaffen, prüft die Community eine Einigung, die nur noch wenige Wochen entfernt ist. Ja, die wenigen Wochen können wir jetzt mal weglegen. Hier geht es einfach darum, Klarheit. Klarheit, Klarheit, Klarheit. Die SEC versucht wirklich auf Sturm- und Drangphase einfach dieses Ganze wie ein Kaugummi, wie ein brutal langer Kaugummi hier in die Länge zu ziehen. Und das schadet natürlich Ripple. Ja? Aber nur in Amerika. Nur in Amerika. Außerhalb Amerika sehen wir Partnerschaften über Partnerschaften, Netzwerkausweitungen, ökonomische Ausweitungen etc. etc. Ihr bekommt ja so vieles mit auf meinem Kanal, was XRP angeht. Hier wird es einfach darauf ankommen, will das Ripple mitmachen, dass die SEC hier das in die Länge zieht oder nicht. Möchten Sie Einigung? Ja, Sie möchten Einigung, aber mit Klarheit. Und jetzt kommt halt hier die SEC ins Spiel, ob sie denn wirklich ja, rechtliche Klarheit über den Status von XRP machen möchten und wann und für wie viel. Ja. Okay, Leute, schauen wir einfach. Ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen, fürs Zuschauen. Däumchen hoch, Glocke nicht vergessen, Abo abschließen ist ja umsonst und investiert klug, nichts verpassen. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns. Euer Avon. Ciao, ciao.